Moin moin Zickhaus-Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Runde Let's Play hier auf eurem Zickhaus-Kanal. Ja, was gibt's heute für euch? Und zwar gibt's eine Runde Benham auf Tierstufe 9. Unser Torpedoboot heute mal in richtige Action eingesendet hat uns diese Runde der liebe Politessenduzer. Also im realen Leben hier ziemlich gewagt unterwegs auf jeden Fall, wenn er seine Politessen denn entsprechend duzt. Und da ist der Strafzettel nicht weit von entfernt. Wie risikoreich er hier in diesem Gefecht sein wird, das schauen wir uns hier mal zusammen an. Und für euch der Hinweis, wenn auch ihr eine tolle Runde habt, dann gerne replay.seaquartz.de aufrufen, euer Replay hochladen, alle 4 Endskins hochladen und die Kapitänsgenung und Verbesserung nicht vergessen und dann schauen wir uns eure Runde vielleicht demnächst hier bei YouTube an. Ja, zuerst schauen wir uns natürlich aber erstmal an, wie hat er seine Benham geskillt. 21 Talentpunkte konnte er beim Kapitän vergeben, hat er auch gemacht. In der ersten Reihe Abwickler für 30% mehr Wahrscheinlichkeit, einen Wassereinbruch zu verursachen. Daran haben wir natürlich drauf präventive Maßnahmen. In der zweiten Reihe mit letzter Anstrengung. In der dritten Reihe volles Rohr für minus 10% Ladezeit der Torpedowerfer, Adrenalinrausch und Inspekteur. Und in der letzten Reihe Funkortung sowie der Tarnungsmeister ist drin. Ja, eine Anmerkung dazu von mir, wenn man sich den Adrenalinrausch spart, weil wir möchten ja möglichst nicht getroffen werden, dann kann man sich hier noch ein bisschen Trefferpunkte oben drauf packen und zwar mit Experte der Überlebensfähigkeit. Bei den Verbesserungen hat er Hauptbewaffnungsmodifikation 1 verbaut, Schutzsystem für Manövrierbarkeit, dann Zielsystemmodifikation 1, auch hier die Anmerkung, Torpedowerfermodifikation 1 optional möglich, gibt euch nochmal 5% bei der Torpedogeschwindigkeit obendrauf. Dann im vierten Slot hat er Steuergetriebemodifikation 1 verbaut, dann Tarnsystemmodifikation 1 und im letzten Slot Torpedowerfermodifikation 2. Und für alle da draußen, wer die gefürchtete Benham nicht kennt, hier ein absolut klassisches Torpedoboot. Ja, nicht irgendwo gerade erhältlich, also weder in der Waffenkammer noch sonst irgendwo. Da gab es mal eine Mission, die musste man erfüllen, hat man die Benham entsprechend bekommen, wenn man einen richtig harten Grind gefahren hat. Das war noch vor den Werfzeiten gewesen. Ja, wir haben hier 4 Vierlingswerfer drauf, ihr hört richtig, auf jeder Seite könnt ihr dann entsprechend 8 Torpedos ins Wasser werfen und was das Boot hier noch besonders macht, ja, die Nachladezeit mit dieser Skillung kommen wir nämlich auf sagenhafte 65 Sekunden. Genau, wir können auf alle 65 Sekunden hier entsprechend 8 Torpedos werfen, dann drehen wir das Boot einmal komplett rum und werfen dann nochmal 8 Torpedos und dann seht ihr schon, kommt eine richtige Welle bei den Gegnern entgegengelaufen und der Gegner steht auch so schön, wenn wir uns mal die Minimap angucken, sind da richtig viele Schlachtschiffe, das gibt richtig viel Potenzial hier, unsere Torpedos immer und immer und immer wieder Richtung dieses Gegners zu werfen und irgendeiner wird schon irgendwo reinfangen, genau das macht die Schliefen hier auch gerade, nimmt hier 2 Torpedotreffer mit. Das Einzige, was wir natürlich beachten müssen, wir dürfen hier nicht zu sehr in den Gegner offensiv reinfahren, indem uns denn ja ein gegnerischer Zerstörer aufdeckt und wir dann ja von diesen ganzen netten roten Gegnern hier beschossen werden. Das möchten wir natürlich nicht, aber so wie die gerade fahren, ja, ist das die beste Möglichkeit hier für unsere Benham hier seine Torpedotreffer auf jeden Fall an Mann zu bringen. Ja, und auch wenn wir uns das Matchmaking angucken, ist das eine sehr, sehr gute Runde hier für die Benham. Ja, falls ist ein Flugzeugträger drin, aber wenn wir uns von denen nicht spotten lassen, dann haben wir hier 5 Schlachtschiffe, die wir hier entsprechend torpedieren können. Wir haben 4 Kreuzer, da müssen wir nur auf die Edgar aufpassen. Die hat eventuell optionalerweise Radar mit bei, geht auf 10 Kilometer denn. Ja, aber ansonsten hat er dann wahrscheinlich, würde ich denken, eher eine Smoke mit bei und 2 generische Zerstörer. Auch das ist ziemlich komfortabel mit einer Haaland und einer Benham. Also Benham gegen Benham haben wir natürlich ein 1:1 Duell. Ja, und gegen die Haaland sollten wir es möglichst vermeiden, hier ins Duell reinzugehen. Und da kommt ein Admiral Schröder ziemlich offensiv rein. Da müssen wir natürlich auf Hydro aufpassen. Der dreht hier leider jetzt gerade zu weit für unsere Torpedos da rein, zumindest für die zweite Salbe. Möglicherweise trifft er was von der ersten Salbe. Genau, da dreht er schön rein. Torpedos kommen hier angeschwommen mit einer Geschwindigkeit von 65 Knoten. Und ich denke mal, zu irgendwas sollte es doch hoffentlich reichen. Und wenn es nur ein Treffer erstmal ist, genauso ist es auch. Ein Treffer mit einem Torpedo hinten drauf und dementsprechend auch einen Flutungsschaden mit dabei. 3 Torpedotreffer, 3-mal Flutung und ja, da seht ihr schon, die nächsten Gegner, die stehen ja ziemlich kompakt und das ist natürlich hier unser Vorteil. Wir haben die Torpedos auf die Admiral Schröder abgesetzt, dementsprechend kriegt der Kurfürst auch noch eine mit und der zweite Kurfürst dann kriegt auch nochmal eine mit. Ja, ihr seht schon durch die Torpedoschwämme und obwohl diese Admiral Schröder die Torpedos eigentlich früh aufgedeckt haben, fahren die nächsten Gegner da trotzdem noch rein. Ja, es ist immer gewiss, dass wir irgendwo immer was treffen und das macht hier diese Benham halt so aus. Ihr seht schon, Torpedowerfer wieder bereit, wieder nächste Salbe rein, er dreht wieder bei und wird gleich die zweite Salbe auch nochmal hinterher schicken.
Dementsprechend ja, ist natürlich auch für uns der Vorteil, dass der Gegner hier in uns reinpusht und das sind die Situationen, die Benham braucht. Die Benham braucht Leute, die in sie reinpushen. Ja, und wenn es natürlich noch Schlachtschiffe sind, die ja, idealerweise die ganze Zeit offen sind, ist das natürlich die beste Situation, die Benham hier abgreifen kann. Ja, warum ist das vorteilhaft für die Benham, wenn die Gegner reinpushen? Das hat was mit der Torpedoreichweite zu tun. Und zwar ist da die Benham ziemlich beschränkt auf 10,5 Kilometer. Das ist nicht wirklich viel, wenn wir uns hier mal im Tier 9, Tier 10 und natürlich auch im Tier 11 Bereich drin bewegen. Da begeben wir uns natürlich immer irgendwo in eine Reichweite rein, wo es gefährlich werden kann, wenn der Gegner ja entsprechend unterwegs ist. Und ihr seht schon, wir sammeln hier einfach Torpedotreffer nach Torpedotreffer. Ja, knapp 6 Minuten Spielzeit hier, der erste Kill, Schliefen geht raus, 100.000, was wir schon an Schaden haben. Und dann der nächste Torpedotreffer, so schnell kann ich gar nicht hier gucken, welches ja, gegnerische Schiff hier Torpedos einsammelt. Die sind einfach so offensiv unterwegs und ich glaube, so langsam merken sie eventuell, okay, gegen eine Benham hier so rein zu pushen, macht nicht ganz so viel Sinn. Ja, wie kann man das Ganze am besten kontern? Natürlich idealerweise durch Radar, wenn die Benham offen ist und natürlich, wenn ein eigener Zerstörer die Benham entsprechend pusht. Und ja, am Torpedieren hindern kann man sie natürlich schlecht. Auch da muss natürlich der gegnerische Zerstörer aufpassen, dass er da nicht auch ein Torpedo denn noch mitnimmt. RPF hat er hier drauf, kann dementsprechend ganz gut drauf reagieren, wenn ein gegnerischer Zerstörer ihn hier versucht zu pushen. Natürlich bei so einer geballten Masse an Gegnern, wie es hier über C gerade kommt. Ja, da hat man natürlich hier irgendwo den RPF-Punkt drauf und da hat man irgendwo was angezeigt, denn sicherlich das nächste Schiff, aber was ist hier das nächste Schiff, kann man fast gar nicht identifizieren. Da hinten hat da das zweite Schiff, die Kurfürst, Glück, dass er nicht auch noch ein Torpedo wieder mitnimmt. Der erste Kurfürst hat ein Torpedo auf jeden Fall genascht, hat ja auch noch Flutung drauf, dementsprechend flutet er hier gemütlich runter. Und der Politessenduzer kann hier seine Benham optimalerweise ausspielen. Ja, die Benham geht hier bei 5,9 Kilometer auf und hier ist kein gegnerisches Schiff da, was ihn eigentlich jetzt aufdecken kann. Und das ist halt das Gefährliche. Ja, alle anderen Schiffe, die da ihm gefährlich werden könnten, die sind nicht wirklich in seiner Nähe. Da sehen wir, die andere Benham ist da auf dem A-Cap gewesen. Die Haaland habe ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, die ist eigentlich auf unserer Seite, aber der ist hier noch nicht offensiv zumindest nicht in Kenntnis getreten. Und das ist natürlich so ein Jäger für die Benham. Idealerweise müsste der den hier versuchen aufzudecken und natürlich mit Support von seinen Schiffen hier die Benham rauszuschießen. Aber das sieht erstmal nicht danach aus. Er muss hier auf die Admiral Schulter ein bisschen aufpassen, dass er nicht in Hydro-Range hier reinkommt. Dann hat er natürlich hier ein Problem, weil das ist natürlich auch die Achillesferse von der Benham, die wenigen Strukturpunkte. Deswegen von mir vorhin der Hinweis gewesen, Experte der Überlebensfähigkeit mit zu skillen. 14.500 Strukturpunkte, das ist quasi nichts. Dementsprechend solltet ihr auch möglichst vermeiden, hier in ein Gun-Duell reinzugehen. Das werdet ihr gegen die meisten, ich sage gegen die meisten Gegner, ja, wahrscheinlich verlieren oder zumindest wird es nicht gut für euch ausgehen. Ihr werdet viele Trefferpunkte zumindest verlieren, obwohl die Benham gunmäßig auch nicht so verkehrt aufgestellt ist mit 4 einzelnen Türmen a 127 mm. Da gibt es definitiv Schiffe, die da schlecht aufgestellt sind, das definitiv, weil wir auch eine gute Nachladezeit haben mit 3,3 Sekunden und sogar eine sehr gute Reichweite von 12,6 Kilometer. Also ihr könnt schon gun, aber das solltet ihr natürlich bewusst machen, wenn ja möglichst wenige Gegner auf euch schießen können oder ihr zumindest einen Gegner habt, der hier nicht im 1:1 Duell besser noch aufgestellt ist als ihr. Und was macht sich natürlich am besten, wenn ihr in den Smoke setzt und da habt ihr die Möglichkeit bei der Benham diesen guten amerikanischen Nebelerzeuger zu zünden mit einer Dauer von der Nebelwand hier in dieser Skillung von 127 Sekunden. Das Ganze braucht dann nochmal 160 Sekunden, um wieder nachzuladen, aber ihr könnt über 2 Minuten in der Smoke drin sitzen und den Gegner hier lustig beschießen. Also wenn ihr dann entsprechend nicht gepusht werdet, habt ihr hier eine sehr gute Möglichkeit, entweder natürlich euch zurückzuziehen, wenn ihr ja zu sehr unter Druck geratet, oder natürlich in der Smoke zu sitzen und den Gegner dann versuchen zu beschießen, wenn der dann offen ist, oder einen Brand zu legen, wenn er vielleicht ja einen Flutungsschaden vorher von euch repariert hat. Aber die Guns braucht er bis jetzt überhaupt nicht hier einsetzen. Die Schiffe fahren weiterhin munter auf ihn zu. Er kann hier weiterhin munter seine Torpedos einfach hier reinwerfen in die Kolonne. Condé, Kurfürst, da hinten geht jetzt raus durch unsere Yamato. Und das ist natürlich eine super unangenehme Situation hier für den Gegner. Der kann eigentlich nichts machen. Also diese Benham ist einfach ja für so eine Situation super, super geeignet. Ja, und indem ihr ja, versucht, in die Benham reinzupushen, ohne dass ihr die Möglichkeit habt, hier
sie aufzudecken, ist das einfach eine verdammte Situation, die ihr haben, die wollt ihr nicht haben. Die wollt ihr definitiv nicht haben, weil ihr seht schon, zu jeder Seite kann die Benham quasi immer und immer und immer wieder Torpedos rausschmeißen. Er dreht wieder rein Richtung Condé. In knapp 10 Sekunden sind die nächsten 8 Torpedos wieder bereit, kann wieder die nächsten Torpedos reinschmeißen. Hat immer hier quasi Unruhe beim gegnerischen Team hier verursacht. Unsere eigenen Leute in der Division können hier munter mit ihm mitspielen, konnten in diese Kite-Situation hier auch die Gegner weiterhin schön runterfahren, obwohl es erst ein Kill gewesen ist, aber er sorgt hier immer wieder für Unruhe. Auch da seht ihr Condé, der erstmal relativ nah an ihn dran ist, dreht jetzt aber trotzdem wieder raus. Und da hinten kriegt die Admiral Schröder die nächsten Torpedos ab und das sitzt richtig, glaube ich, gut. Genauso ist es auch. Ja, zweiter Kill hier. Vernichter wurde gedroppt. Und es ist ja nicht so, dass die Torpedos hier wenig Schaden machen. Nein, die machen dann tatsächlich noch 15.200 Schaden hier maximal. Und auch dafür die Condé sieht es jetzt nicht mehr so rosig aus. Da könnte nämlich fast einer reichen, der ihn hier trifft. Na, nicht ganz. 11.600 hier wieder Schaden, wieder Flutung drauf. Über 200.000, was wir an Schaden hier jetzt schon gesammelt haben. Bei 16 sagenhaften Torpedotreffern. Takahashi aus unserer Division erledigt die Condé dann final. Ja, gucken wir uns die Situation jetzt mal an. A und B konnten wir hier erobern. C konnten wir natürlich nicht halten. Dafür war die Übermacht einfach zu groß gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir da sehr, sehr viele Schiffe auf jeden Fall halten können, verwunden können, runterschießen können, runter torpedieren können natürlich, beziehungsweise versenken können. Und das war unsere Hauptaufgabe gewesen. Ihr seht schon, unsere Division ist ja komplett weggekitet mit der Takahashi und mit der Admiral Schröder. Aber haben beide hier überlebt. Konnten dementsprechend hier ihren Schaden an den Gegner anbringen, haben das Notwendigste getan, was getan werden konnte. Ja, das Match ist hier eigentlich noch relativ offen, wobei punktemäßig natürlich sehr, sehr viel führen. Aber nichtsdestotrotz hat der Gegner trotzdem auch noch viele Schiffe. Und da wäre es mal spannend, ob die Haaland hier nochmal ins Gefecht hier richtig eingreifen könnte. Der ist nämlich anscheinend noch Full HP, den haben wir noch gar nicht irgendwo in Aktion gesehen beim C-Cap. Währenddessen er die nächste Salve hier auf die Lepanto abgeben kann. Muss jetzt natürlich hoffen, dass die Lepanto da so weiterfährt, aber der muss natürlich irgendwo auch in den B-Cap rein, um hier möglichst den Cap zu blockieren und natürlich auch Punkte für seinen Gegner zu holen. Darf sich natürlich aber auch nicht wieder rausnehmen lassen. So, er torpt jetzt erstmal, denke ich mal, irgendwo in den Nebel rein. Ihr seht schon, Lepanto wird da auf jeden Fall weiterfahren. Ihr seht, wie die Nebelwand sich bewegt. Ja, er kann die Torpedos hier instant irgendwo reinwerfen, weil die Torpedos sind halt so schnell nachgeladen. Da müsst ihr nicht zwingend immer drauf achten, hier den Torpedowerfer so einzusetzen, wo der Gegner euch angezeigt wird, dass er hinfährt. Und jetzt ist die Situation für ihn gekommen, wo er die Lepanto hier in der Smoke beschießen kann. Ja, kann hier ganz safe einfach drin stehen mit einer Smoke. Und die Lepanto wird irgendwann gleich wieder aufgehen, sofern der Nebel sich dann auflöst und er hier gleich wieder gespottet wird. In der Zeit, ja, laden unser Torpedowerfer auch einfach wieder nach und er hat die Möglichkeit, diese dann auch gleich nochmal einzusetzen. Also seht schon, er hat hier lange, lange Zeit, ja, seine Nebelwand hier entsprechend zu setzen und kann dann lange, lange Zeit auch drin entsprechend stehen bleiben. Kann hier munter auf die Lepanto in der Zeit schießen, versuchen den zurückzusetzen. Jetzt haben wir die Lepanto offen. Ja, ja, geht lieber auf Nummer sicher, fährt hier raus, hat sich eine breite Nebelwand erstmal gesetzt, weil ihr seht schon, die Lepanto dreht hier in uns rein, versucht natürlich jetzt in unserer Division vielleicht die Takahashi sich zu schnappen oder die Admiral Schröder. Admiral Schröder ist hier sehr low HP, je nachdem, ob der jetzt gerade offen ist. Versucht der die Lepanto natürlich diesen zu jagen. Dementsprechend macht er das natürlich hier gut und fährt aus der Nebelwand hier raus, setzt die nächsten Torpedos auf die Lepanto ab, in der Hoffnung, dass da irgendwo was trifft. Lepanto brennt in der Zwischenzeit natürlich auch. Also für den sieht es hier auch nicht gut aus. Er kann das ganz safe hier runterspielen, macht das natürlich auch clever. Jetzt sind wir kurz aufgedeckt durch die Flugzeuge, aber hier keine große Gefahr eigentlich, obwohl die Türme natürlich auf uns drehen. Aber wir sind hier noch Full HP, können hier weiter drauf schießen, können die Situation hier natürlich auf uns ausnutzen. Ja, Yamato nimmt die Lepanto raus und klärt damit natürlich auch für uns diese, in Anführungsstrichen, heikle Situation, die nicht wirklich heikel gewesen ist. Ja, ihr seht schon, Benham, ja, kann sehr, sehr viel Spaß machen. Natürlich nur, wenn ihr die auf eurer Seite habt und einen entsprechenden Kapitän, der damit umzugehen weiß. Ja, und wenn eure Leute es nicht schaffen, hier Druck auf die Benham aufzubauen oder ein Zerstörer, der Druck auf die Benham aufbaut oder ihr Radar habt, ja, dann ist so ein Benham auf jeden Fall ein arges Zündlein an der Waage. Ja, ziemlich, ziemlich schwer zu bekämpfen. Auch hier die Slava, die jetzt wieder offensiv in uns reinfahren muss, wird das gleich, denke ich mal, nochmal zu spüren bekommen. Der fährt dann nämlich schön an der Insel lang, hat nicht so viele Optionen jetzt irgendwo weiter auszuweichen. Sprich, wenn wir unsere Torpedos da gleich wieder in die Richtung werfen,
dann können wir die auf jeden Fall genau auf diesen Punkt fast werfen. Ich wollte es gerade sagen, weil die Slave hat, wie gesagt, nicht die Möglichkeiten, die Option anders zu wählen. Ihr gegenüber steht ihr nämlich auch noch eine Yamato. Dementsprechend kann er gar nicht Breitseite abdrehen. Er kann es höchstens versuchen, stehen zu bleiben und ja, diesen 1:1 Kampf hier irgendwo versuchen auszusitzen gegen eine Yamato, was natürlich auch nicht die beste Idee ist. Oder er versucht natürlich einfach zu rammen. Ja, und genau sieht es ziemlich raus. Da versucht er vielleicht noch ein bisschen Damage hier mitzunehmen. Ja, Politessenduzer entscheidet sich jetzt dafür, auf die Slava zu schießen, kann aber auch relativ safe machen. Slava ist da vorne mit der Yamato beschäftigt, dementsprechend nimmt er hier auch noch ein bisschen Schaden mit. Kann die Slava hier ein bisschen runterschießen. Torpedos, glaube ich, wird eng werden eventuell. Doch, da müsste was treffen. Die Slava ist relativ langsam unterwegs. Der fährt hier nicht volle Pulle. Noch zwei Torpedotreffer und da haben wir jede Menge gedroppt. Unterstützer, Großkaliber und den Stoßtrupp hat er da noch mitgenommen. Also die Slava dürfte hier auch noch ein paar unserer Torpedos naschen. Und natürlich kriegen wir jetzt noch eine Ladezeitverringerung bei den Torpedowerfern. Das ist genau das, was die Benham hier noch braucht. Die muss noch schnellere Torpedos haben, definitiv. Ja, währenddessen wie Haaland unsere Takashi rausnehmen konnte. Der war hier leider nicht so wirklich im Spielgeschehen hier involviert. Und ihr seht schon, da versucht die Slava jetzt unsere Yamato zu rammen. Müsste ihn eigentlich auch noch gelingen. Er hat noch genug Strukturpunkte übrig. Nichtsdestotrotz hält uns das hier nicht davon auf, diese Runde hier eigentlich gewinnen zu müssen. Da sollte nicht mehr wirklich viel anbrennen. So, Slava rammt jetzt da die Yamato raus. Und wir können ihn sogar noch abfackeln. Slava wurde von uns noch gekillt. Dementsprechend haben wir jetzt 3 Kills hier auf der Uhr. Und da vorne kommt ein Gegner, den wollen wir hier nicht zwingend auf uns drauf zu schießen haben. Und zwar eine Brindisi mit der SAP-Munition. Hat hier aber nicht ganz so gut getroffen. Jetzt lass uns erstmal wieder zugehen. Zünden die nächste Smoke. Um erstmal sicher zu sein, hat er sich jetzt an der Stelle sogar sparen können, weil die Brindisi da hinten jetzt zu weit von uns weg ist. Wir sind jetzt wieder zu. Legen trotzdem den Nebel rum, werfen unsere nächsten Torpedos rein in die Brindisi. Die hat jetzt natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten. Ja, kann es versuchen, die Kappung zu holen, kann es versuchen, uns natürlich zu jagen. Bleibt aber währenddessen die ganze Zeit offen, sodass wir ihn hier jetzt gleich mal beschießen können. Und das wäre doch immer noch eine Marke, wenn wir hier die 300.000 knacken könnten. Das wäre jetzt nochmal eine gute Challenge hier für ihn, aber dafür reicht leider die Zeit nicht mehr aus. Ihr seht schon, die Punkte ticken hier vor uns, wobei jetzt gerade alle Cap-Punkte blockiert sind. Also müssten jetzt sogar einen killen rein, theoretischerweise, wobei wir natürlich über 300 Punkten hier führen. Ja, dementsprechend werden wir diese Runde hier definitiv gewinnen. Ich glaube, da sollte nichts mehr anbrennen. Und wir konnten hier in diesem Replay sicherlich sehr gut sehen, wie effektiv, wie stark so eine Venom sein kann. Ich habe euch die Vor- und Nachteile so ein bisschen genannt. Ja, wenn der Gegner es, wie gesagt, nicht schafft, hier eine Venom effektiv rauszupushen durch einen Zerstörer, durch Radar, dann ist das auf jeden Fall ja eine gemachte Situation, wenn der Gegner so reinpusht, wie er es hier getan hat. Genau das ist das, was die Venom möchte, was die Venom braucht, um entsprechend Schaden zu machen. Also, gebt Acht, wenn ihr eine Venom als Gegner habt und nicht den entsprechenden Support, dann könnt ihr euch damit retten, indem ihr außerhalb von diesen 10,5 Kilometer der Torpedoreichweite fahrt. Er hat es hier auf jeden Fall clever gemacht, der Gegner hat es nicht gut gemacht, muss man mal sagen. Knapp 270.000 an Schaden, was er hier gesammelt hat. Ich denke mal, diese Runde sollte auf jeden Fall einen Daumen nach oben von euch verdienen. Ich hoffe, den lasst ihr jetzt da. Natürlich auch gerne einen Kommentar, wenn ihr mögt. Und wer noch nicht abonniert hat, darf natürlich jetzt gerne noch ein Abo da lassen. Die Glocke nicht vergessen, um hier kein zukünftiges Video mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Ich bedanke mich für eure Zeit, ich bedanke mich für euer Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Toxic, euer Secrets Team.